Hallo liebe Dirf Community, mein Name ist Mert, ich melde mich zurück mit einem erneuten Breaking Tutorial für euch und heute zeige ich euch den Side Rock. Von daher würde ich sagen, legen wir direkt los und viel Spaß. So, der Side Rock ist eine kleine Variation des normalen Top Rocks und zwar ist der normale Top Rock der Schritt hier. Hier kommt jetzt was hinzu. Wir fangen an mit einem Schritt zur Seite. Und dann geht der das Bein quasi nach diesem Schritt nach vorne. Zu dem altbekannten Tabrock. Genau. Einmal also zur Seite und dann nach vorne. Genau. Guckt, dass euer Oberkörper immer entgegengesetzt des Beines ist. Also das Bein geht nach links und euer Oberkörper. Und nach hinten lehnen, sondern einfach, also natürlich. Genau. So. Das gleiche müsst ihr dann wieder nur zurück machen. Zack, zack, dann zurück, Mitte und jetzt geht das andere Bein raus. Und macht dasselbe quasi auf der anderen Seite. Noch einmal. Wir counts und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Ihr könnt hier auch das Tempo anpassen. Und wenn ihr den Schritt drauf habt, könnt ihr das natürlich schneller üben. Oder auch mal probieren, die Seiten doppelt zu wechseln. Das sieht dann so aus. Wiederholt auf eine Seite. Lasst euch da keine Grenzen. Das war's von mir. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Übt fleißig, findet eigene Variationen und seid kreativ. Ganz viel Spaß und bis bald.